Ich darf Sie auch im Namen der PC Praxis Redaktion ganz herzlich hier bei uns begrüßen. Mein Name ist Markus Muskalski, ich bin der stellvertretende Chefredakteur der PC Praxis. Freue mich, dass Sie es alle geschafft haben, hier heile herzukommen. So, und insofern würde ich sagen, ich übergebe jetzt einfach das Wort und wünsche Ihnen viel Spaß beim Basteln, viel Erfolg und hoffe, dass nichts schief geht. Mein Name ist Yujong Yanke, in Marketing Communication Abteilung und zuständig für Public Relations und Online Marketing und hauptsächlich in dem Bereich Memory, LCD, LSI. Und hier mein Kollege Frank Ehlenfeld, auch für Marketing Communication und zuständig für HDD, ODD. Und Sascha Thierischen von Memory Abteilung, Memory Marketing Abteilung und besonders zuständig für SSD. Also die Frau Janke hatte uns schon vorgestellt, Sascha Thierichen. Freue mich hier zu sein heute. Bin in Frankfurt bei Samsung im Produktmarketing angestellt eigentlich. Heute eher als vorgezogener Weihnachtsmann hier. Wir hatten ja Nikolaus am 6. Dezember, wir haben am 24. erst Weihnachten. Wir sind fast genau in der Mitte, also gibt es heute natürlich Geschenke. Wir haben zum einen, das ist sozusagen mein Baby, die SSDs hier, die man auch umfallen lassen kann und da passiert auch nichts. Und dann haben wir noch vom Herrn Ehlenfeld die Festplatten, die man lieber nicht umfallen lässt. Ja. Und Arbeitsspeicher, den haben wir natürlich auch noch mit dazu, weil ein schönes Package muss natürlich alles bieten. Geschwindigkeit, Speicherplatz und den Arbeitsspeicher, ansonsten läuft das alles nicht. Wir haben uns sehr gefreut, hier zu sein bei Databäcker und PC Praxis und wir freuen uns immer, wenn wir vielleicht auch in der Zukunft mal wieder sowas wiederholen könnten und dann allen vielleicht noch eine gute Heimfahrt. Sascha? Und frohe Weihnachten. Und frohe Weihnachten, genau. Dankeschön. Dankeschön. Ja, auch wir bedanken uns bei Databäcker und bei Samsung für die großzügigen Spenden. Ja, der Workshop war insgesamt sehr interessant. Es war sehr interessant zu schauen, was die anderen Teilnehmer für PC-Hardware hatten, da einfach mal durchzugucken. Der Einbau ins eigene Gerät verlief problemlos und ist natürlich eine tolle Sache, dass man auf diese Art und Weise so kostengünstig mal zu einer besseren Ausstattung kommt.
Ja, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Rechner ist auf jeden Fall schneller geworden und es macht jetzt richtig Spaß, mit ihm zu arbeiten. War super, hat Spaß gemacht. Hat viel Spaß gemacht und ja, ich habe einiges gelernt noch.